Hallo und herzlich willkommen auf Pong.blog. Und wir spielen heute Mafia 3. Letztendlich. Endlich. Gott sei Dank. Ich bin. Ja, ich schnapp die Schlüssel. Ich bin so froh. Ich kann's euch nicht sagen. Gestern das Spiel vorbestellt. Nicht gestern, vorgestern. Vorbestellerbonus. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uns den Kreisverhalter gebracht, wie vereinbart. Hat sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Okay. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Okay. Schlüssel? Steige in den Panzerwagen. Wir steigen gleich in den Panzerwagen. Was ist mit dem Typ hier? Sollen wir den jetzt liegen lassen oder was? Kann ich den nehmen? Was kann ich mit dir machen? Gleich hier fallen lassen. Oh, das ist cool. Junge! Warum hat er ihn erschossen? Junge, was hast du für ein scheiß Aggressionsproblem? Junge, erste Minute vom Spiel. Es wird einer erschossen, der am Stuhl gefesselt sitzt. Okay, wir verziehen uns jetzt. Ich wollte ihn gar nicht umbringen. Stand dran, Kuh, mein Gott, was hätte ich denn? Bisschen sowas passiert. Scheiße, fängt gut an. So, wir sind aus einem wunderschönen regnerischen Tag und wir sehen aus wie der Kaufhauskorb. In Schwarz. Also von der Hautfarbe. Das war jetzt nicht rassistisch. Glaube ich. Ich glaube, wir müssen nur Radio ausmachen. Weil das mit Gamer bestimmt nicht lustig ist auf YouTube. So. Da ist ein bisschen rum. Brumm, brumm. Junge, Rückspiegel gibt es jetzt auch. Ja, die Bullen. Ich weiß. Mein alter Herr wollte, dass wir einen der Wächter am Leben lassen, um das FBI von uns abzulenken. Hast du es doch selbst gesagt. Wozu das Risiko? Ja, wäre schlau gewesen, wenn du nicht abgeknallt hättest, Kaufhauskopf. Name sagt mir, wenn du einmal die Seiten wechselst, tust du es auch ein zweites Mal. Ja, Klugscheißer. Du weißt ja alles, ne? Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Nee, ist ja wirklich echt nicht. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Giorgio Marcano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Und diese Gespräche. Antwort, oder was? Boy. Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff. Da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie einen Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beiden mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem das Kind zu retten und schreit die Frauen, ob sie noch ganz... Junge Pisser, lauf doch nicht mich. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Hey Mann, du hast gefragt. Harte Story. Ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine... Alles klar. Scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, das war die Hölle. Was war die Hölle? Stell dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergemacht. Martin. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Sehr geistreicher Kommentar. Ich hoffe, es war ein verdammt leckeres Schwein. Man merkt schon, sein Kumpel ist hochgebildet. Hat immer einen lustigen Spruch auf Lager. Auch wenn es überhaupt nicht lustig ist. Ja. Egal. So. Ich bin noch ganz geil. Junge, dieses Spiel. Ja. Bin gerade so ein bisschen am gucken, was alles so neu ist und so. Ich versuche mal vorsichtig zu fahren. Ich habe mir vorgenommen, jetzt für alle kommenden Spiele vorsichtig zu fahren. Sorry, ich muss rüber. Okay. Das passt schon. Oh, da war rot. Ach, egal. Ich fahre Anfänger. So, wir haben einen Rückspiegel, was echt krass ist. Die Karte finde ich nice. Ist jetzt so viereckig, ist ein bisschen, weiß nicht, angepasst. Sieht besser aus. Ist übersichtlicher für mich. Und das ist halt. Sieht gut aus. Ich finde, die Karte ist gut. Das sieht alles gut aus. Links sehe ich schon. Wahrscheinlich Verarzungspakete. Granaten haben wir. Soll das ein Geldbeutel darstellen? Ja, ich glaube schon.
Können auch Strafzettel sein. Vielleicht kann man ja im Spiel Strafzettel sammeln. Dann ist da noch sowas anderes. Entschuldigung, muss aufstoßen. Und zwar so ein komischer Stern, was weiß ich, was heißt. Da steht 0 dran. 0. Ja. Was weiß ich, was das heißt. Oh, Junge, die Start. Warte mal, warte mal. Oh, oh mein Gott. Was ist das? Junge, was steht da? Da steht irgendein Typ. Achso, jetzt habe ich gewartet, bis es rot ist. Entschuldigung. Juckt's! Ja, Mann, erstmal zocken. Nice, nice. Bisschen Rotjump. Vielleicht mal stehen bleiben. Wäre nicht so schlecht. Oh. Okay. Stehen da drauf. State Bank of Louisiana. Ah ja. Wahrscheinlich schon Bank überfallen oder sowas. Was raucht da? What the fuck? Oh, ein Auto. Oh, eine Palme. Oh, ein anderes Auto. Oh mein Gott. Das ist so cool. Habe ich grün? Ja, ich habe grün. Was hat der denn auf dem Kopf, Alter? Hä, ist der behindert im Kopf? Laufen Psychos rum. In dem Game. Richtig harte Psychos. Okay, nächste Ampel erstmal wieder chillen. Hey, schau mal, ich sehe im Rückspiegel. Hallo. Hi. Oh, die fahren gleich zurück. Oh nein. Hey, ich hab euch nur gewunken. Nur weil ich schwarz bin. Der Fahrer ist ja auch schwarz. Was ist das für ein Problem? Schau mal, wie der abgeht. So mit seinem Lenkrad so. Oh. Ja, du. Ah toll, ich habe grün und das denken die sich. Ja komm, wir laufen über die Straße. Im schnellen Galopp. Ah, der Typ fährt hier raus. Pisser. Ich hab Vorfahrt. Schlampe. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du da mit deiner Knarre aufkreuzt. Ich lass sie einfach unter dem Sitz. Achso, lass die Knarre unter dem Sitz, okay. Ease. Ja, du hast echt geile Ideen, Bruder. Auch so schön fand, ist gar nicht so einfach, ey. Ah, nice Straße. Straße ist nice. Nice um die Kurve. Aber so ein Wagen taugt mir nicht. Fort hinten zur Laderampe. Oh mein Gott, was macht der Typ hier für illegale Scheiße, Alter? Anscheinend haben die einen Geldtransporter geklaut oder sowas. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter ein Nigger genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Oha, Junge. Das Spiel ist voll rassistisch. Zu der Zeit waren die alle voll rassistisch. Rassistisch. Finde ich gar nicht so nice irgendwie. Ist schon ganz schön arschig, aber wenn ich er wäre, Junge, ich würde die Fresse hauen. So, und jetzt? Los geht's. Unauffälliger Typ. Mal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Was zur Hölle macht denn die Pissnacki hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. War wieder klar. Der Schwarz muss für die Arbeit machen, Alter. Super, danke. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gale dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Okay, wo soll ich das jetzt runterschmeißen? Folge der Wache. Oh, endlich mal wieder ein Spiel, das komplett auf Deutsch ist. Muss ich mich wenigstens nicht so anstrengen. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die Waffe muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss.
Schön für dich, du Pisser. Geh weg, Pisser. Rassistisches Arschloch. Ja, Mann, das waren noch Zeiten. Siehst du, Frau am Rauchen im im Gebäude. Alle im Gebäude im Rauchen, Alter. Hauptsache keine Luft mehr. Wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. War schon wieder klar, Alter. Na, wie ist so mit dem Sack im Gesicht? Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! Hahaha, Hurensohn! Wow. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Juckt. Da sind wir. So, und jetzt? Müssen wir das Geld verbrennen. Leg das Geld auf den Tisch. Ja, Gott sei Dank, Alter, ich will das nicht verbrennen. Vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das eine Hitze hier drin. Früher haben wir Kohle verfeuert, aber vor einem Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Es gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu wechseln. Eine lautlose Überwältigung. Schalte ahnungslos Gegner mit lautlosen Überwältigungen aus. Lautlose Überwältigung Q drücken. Warum soll ich ihn jetzt überwältigen? Früher mussten wir Ja, das läuft ja gut. Junge, das Blut in den Kopf. Scheiße. Erstmal die Ecke mit dir, du Ficker. Schleichen X drücken. Okay. Ah, okay. Nicht schlecht, okay, komm. Aufs Maul. Oh, ja, Mann. Ja, Mann, das ist viel taktischer jetzt. Oh, Junge, da liegt gleich eine Knarre. Soll ich aufheben? Nee, soll ich nicht, glaube ich. Ah, scheiß drauf, komm. Erstmal rumballern. Nein, Spaß. Ist, glaube ich, keine gute Idee. Hier liegt Pistole rum. Erstmal nehmen. Waffe wechseln. Mausmitte gedrückt halten, Waffe schnell wechseln, Bild nach unten. Bild nach unten drücken, hä? Komische. Egal. Oh. Ja, Mann, Trisor. Nice. Ich hoffe, die Kombination, die wir von Skeletta haben, ist richtig. Ja, von Skeletta. Ihr wisst noch. Vita. Wer den zweiten Teil nicht kennt, der hat was verpasst. Boah. Leck mich am Arsch. Los, Fernando Zilla. Leck mich am Arsch. Ey, Junge, der ist geil drauf. Der hat eine geile Frisur irgendwie, wie so ein Hund. Oder nicht? Voll der Lauch. Im Gegensatz zum Linken, Alter. Heilige, verfickte Scheiße. Erstmal ein paar Schimpfwörter benutzen, nice. Ey, Junge, ich würde auch gehen. Digga, sind die verrückt. Junge, erste Mission, erstmal Bank ausrauben, Payday 2 oder was? Wetten, jetzt passiert gleich irgendein Scheiß, Alter, das ist... Ja, nice, Mann! Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich hab nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay, wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebohrt hat. Hey, wir geben jetzt nicht auf. Junge, war so klar, Alter, was sag ich? Was meint er eigentlich mit Lochbohren? Oh, geil, eine Schrotze. Ist besser als Ding, oder? Oh. Junge, geh in Deckung.
Ja, Mann, erstmal ein paar Leute abknallen. Scheiß Bullen! Ah, Mann, Aim ist am Versagen. Komm schon. Oh, da hinten sind schon welche. Ah, nice. Komm her, Alter, leg dich nicht mit mir an. Also, komm mal ein bisschen näher. Okay, dann komm ich näher. Auf Risiko. Ah, Mann, die sind zwei nicht so doof. Nicht so doof wie in anderen Spielen. Dass du da wartest und dann kommen die einfach so raus. Doch, sind so doof. Und wie doof die sind, Alter. Er kommt einfach so rein hier, Mann. Komm. Lebst du noch? Ja. Du lebst nicht mehr. Nutze Sicherheit. Kniescheibe am Arsch. So, komm. Ja, Mann. Aim. Nein. Schnappen wir uns die Schweine, ja. Eigentlich sind wir die Schweine, aber juckt's. automatisches Zielen. Ach so, ja. Ja, nee, brauche ich nicht. So schlecht bin ich dann auch nicht. Kommt das noch mehr? Ihr könnt ruhig kommen, passt schon. Ich bin da. Ich warte auf euch. Ah nein, wir beiden die Waffe, oder? Ah, da sind aber auch nur 6 Schuss drin, ne? Macht eigentlich keinen Unterschied. So, boah, die ist auch... Die ist heftig, Alter. Oh, hast du schon was abbekommen, oder was? Verdammt, da haben wir voll in ein Wespennest gestochen. Ja. Wir sind in der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Ist der Sohn von Skeletor? Nee, ne? Wäre auch zu krass. Sein Dad, warum sollte sein Dad das erfahren? Was juckt sein Dad, komm? Sag's ihm halt nicht. Ich glaube, der schafft das nicht, oder? Er mit dem Scheißteil. Wetten, er macht das einmal so, zack, mit Finger. Ah, Schlösser knacken. Knacken. Das Schloss freilegen. Bewege den Cursor in den grünen Bereich, drücke dann linke Maustaste. Okay. Schritt 2, Schloss knacken, drücke E, wenn die Anzeige im grünen Bereich ist. Ah, okay. Ah, ich hab's gecheckt, das ist nicht so schwer. Nimm das Hartmann-Maschinengewehr. Das Hartmann. Hallo, Mr. Hartmann. Oh, Mr. Hartmann. Sieht nicht schlecht aus, Mr. Hartmann. Ich wie das aussieht, also wie so ein modifiziertes M4-Gewehr. Und eine Pistole. Sieht besser aus als meine jetzige, deswegen nehme ich die jetzt mal. Ja, 100 Schuss halt nur. Scheiße, Mann, die Kerle meinen's ernst. Meinen die es ernst, oder? Ich dachte nicht, dass die es ernst meinen, wenn wir ihre Bank überfallen. Ja, manche Leute reagieren so, ne? Rotes Licht hier aus. Ah, geht nicht. Oh. Hey, was ist jetzt los? Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hat eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der schwarzen Mafia. Die schwarze Mafia? Eine Woche vor Mardi Gras. Mardi Gras? Oh, erstmal fett am Smoken. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine im Pazifik. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? All die Menschen hier, die kapieren das nie. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst.
Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ach, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. Okay, nice. Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit 4 Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze aus. Ja. Wie ich ihn hinterlassen hab. Wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Er hat jetzt einfach gerade die Bierflasche genommen und weggeschmissen. Er so, ja, juckt mich nicht. Fährt wahrscheinlich jetzt gleich selber drüber. Junge, Junge, Junge. Routen. Ach so, okay. Ist die Karte so groß, wie es gezeigt wurde? Hä? Was ist es, die Karte? Ich bin mir gerade nicht sicher. Kann schon sein, ja. So. Ja, Mann. Okay, Grafik ist ein bisschen shit. PC ist halt shit, aber juckt's. So, ich würde sagen, es reicht erstmal für die erste Folge, damit ich mal sehe, wie das so lief mit der Aufnahme. Aber war auf jeden Fall nice. Bin gespannt auf das Spiel, wie es sich weiterentwickelt. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.